Menschen machen sich immer mehr Gedanken darüber, was sie verzichten können. Zum Beispiel Seifenshampoo, die Verpackungen, die werden ja normalerweise weggeworfen. Bei uns können sie mit dieser Verpackung kommen, egal von welcher Firma, und können ihre Seife hier wieder abfüllen. Leute, die sagen, man kann ganz wenig oder mit nur 100 Gramm im Monat Abfall leben. Aber dann muss das Leben, denke ich, schon recht umgestellt werden. Wie rechnen Sie den Abfall, wenn Sie auswärts essen gehen im Restaurant? Ohne geht es nahezu nicht mehr. Also seit die Leute mehr unverpackt einkaufen, setzen Sie sich auch mit dem Lebensmittel selber mehr auseinander. Ah, was gibt es alles für verschiedene Linsen? Was sind die Unterschiede? Wie schmecken die? Kann man auch verpackt mit Verpackung haben, aber so fällt wie eine Hürde oder eine Barriere weg. Das ist das Thema.